Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Christinas Strickwelt. Ich bin Christina und ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und zwar ist es heute ein Strick-Podcast. Ich wollte euch nochmal mitnehmen, was ich in der Woche vor meinem Urlaub noch geschafft habe, dass ihr damit abgeholt seid und ob ich meine Ziele erreicht habe, die ich mir gesetzt habe oder nicht, was ich denn mit in den Urlaub jetzt tatsächlich mal mitnehme, um dort weiter stricken zu können, wenn ich dazu komme, was zu Hause bleibt, das seht ihr alles in dieser Folge. Daher holt euch gerne was zu trinken, euer Projekt, arbeitet gerne daran, während ihr mir lauscht und ab und zu auch mal drauf guckt. Und dann lasst uns auch schon mal starten. Ich will das nicht unnötig in die Länge ziehen. Was habe ich an? Ein Hemd meines Mannes, aus dem er rausgewachsen ist, und darunter habe ich meinen Top an. Dazu gibt es eine Videoanleitung, das verlinke ich euch hier oben. Oder da oben, irgendwo hier oben, könnt ihr gerne mal reinschauen. Das ist ein Top mit gebrochenem Rippenmuster. Und das habe ich gestrickt aus der, ich glaube, das ist die Online gewesen, 90% Baumwolle und 10% Kaschmir. Aber dazu erzähle ich, meine ich, auch mehr in dem Video. Das Video ist letztes Jahr rausgekommen. Und da könnt ihr Schritt für euch selbst oder auch für die Kinder, für die Enkelkinder das Ganze nachstricken, weil ihr hier nicht auf die Maschenprobe von mir angewiesen seid. Das könnt ihr alles selbst berechnen. Das einmal hierzu, was ich anhabe. Und dann lasst uns auch mal mit dem starten, was ich letzte Woche so vorangetrieben habe. Und zwar ist ein Projekt fertig geworden. Haha, ich habe mein Ziel erreicht und ich kann das mit in den Urlaub nehmen. Dieses Ziel habe ich auf jeden Fall erreicht. Und zwar ist es dieses Sommerjährchen. Das ist mittlerweile gewaschen und getrocknet. Und gestern bin ich noch mit einem Dampfbügeleisen drüber gegangen, damit es ordentlich aussieht. Und das ist fertig. Ich kann jetzt noch keine Tragefotos euch einblenden, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Aber ich hoffe, dass ich im Urlaub hübsche Fotos machen kann mit der Location. Vielleicht auch so mal abends am Strand. Wer weiß. Das ist mein Sommerjäckchen, die verkürzte Variante mit V-Ausschnitt. Alles ist fertig, Fäden vernäht. Ich habe das noch nicht abgewogen, das muss ich nochmal mitmachen, dass ich das hier euch mit einblende, wie viel Garn ich verbraucht habe. Gestrickt habe ich das Ganze aus der Sandnis-Garn. Mandarin Petit, das ist 100%ige Baumwolle mit 180 Meter auf 50 Gramm und ich habe das mit 3,5 Nadel gestrickt. Ein Lace-Muster, was sehr wunderschön rüberkommt mit einer Blende. Und wie ich das letztes Mal schon angesprochen habe, ich habe keine Knöpfe dran gemacht. Tatsächlich habe ich mich dann doch dagegen entschieden, ja, das geht auch ohne Knöpfe. Eine verkürzte Variante, mit Absicht so gemacht, weil es ein Sommerjäckchen halt ist. Und ich habe von unten nach oben gestrickt, hier die Schulternähte gemacht. Das zeige ich euch. So sehen die Schulternähte auf der linken Seite aus. Und so sehen sie auf der rechten Seite aus. Na, schön hier das Muster getroffen, was mich auch sehr gefreut hat. Und dann habe ich die Ärmel dran gemacht, auch verkürzt. Na, sieht man ja hier. Und die Blende später dran gestrickt. Ein ganz normales Bündchen überall. Einmal eins. Maschen abgekettet. Und fertig ist das gute Ding. Ich freue mich tatsächlich, dass ich das auch mal mitnehmen kann. Das ist sehr leicht, passt perfekt in den Koffer rein, ohne dass es viel wiegt. Und auch wenn es warm sein sollte, beziehungsweise so an kühleren Abenden, wobei das Wetter soll ja stabil da sein, wo wir hinwollen. Ja, ist nicht so, dass man darin schwitzt. Erstens ist es Baumwolle, 100%ige, und zweitens durch das Lace-Muster kommt da ja auch genug Luft rein.
Aber auch für deutsche Sommerabende oder auch Tage ist das perfekt geeignet. Ja, das ist mein Sommerjäckchen. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt und ich sage das nochmal für diejenigen, die jetzt neu dazu gekommen sind. Ich habe dazu keine Anleitung benutzt. Das Ganze habe ich nach meinen Berechnungen gestrickt. Aber es gibt dafür eine Anleitung, die ist bei Makarist verfügbar. Verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da ist aber die Anleitung etwas anders aufgebaut. Und zwar kein V-Ausschnitt, was ich ja bei meinem Sommerjäckchen habe, sondern es wird gerade entweder runter oder hoch gestrickt. Ich bin mir da nicht mehr sicher, ob die einen Raglan haben oder ob das auch später zusammengenäht wird hier an den Schultern. Könnt ihr aber euch gerne mal anschauen. Das ist eine Flauschvariante und ich neige auch dazu tatsächlich, dieses Jäckchen nochmal nachzustricken. Jetzt nicht sofort, aber in eine Winter Edition Variante. Mal gucken, wann ich dazu komme und ob ich überhaupt dazu komme. Aber es hat sich so leicht gestrickt, auch durch das Muster. Das sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. Das Muster ist so schnell im Kopf drin, dass ich gar nicht mehr auf den Chart gucken musste. Daher könnte man das nochmal nachstricken, könnte ich das nochmal nachstricken. Genau, das hierzu. Also Farbe des Garns ist Mandelhüt heißt es. Ich sage euch nochmal die Nummer. Das ist die 3011. So sieht es aus. Mandarin Petit. Und empfohlene Nadelstärke ist die 3. Wie gesagt, ich habe mir 3,5 gestrickt, weil ich dann irgendwann mal fertig werden wollte. Und weil ich wollte, dass das Lace-Muster besser durchkommt. Mit 3 mm Nadelstärke wäre es nicht so grob das Muster, es wäre feiner, wobei das ja auch noch fein ist. Das könnt ihr ja hier erkennen. Die Sonne kommt rein, sehr schön. Und trotzdem, obwohl ich eine größere Nadelstärke als empfohlen benutzt habe, sind hier die Maschen, die rechten Maschen, die gestrickt werden, die sind nicht ganz so löchrig. Und das ist mir auch immer so wichtig, dass das Maschenbild auch passt. Genau, das einmal hierzu, ein fertiges Projekt kann in den Koffer rein. Und dann kommen wir zu den Projekten, die nicht fertig geworden sind. Erstens, weil das auch nicht das Ziel war und zweitens, weil ich ja noch einen Fail hatte. Dazu aber gleich. Ich fange mit dem größten Projekt und zwar ist das der Teststrick, der zurzeit, ich meine, wenn das Video rauskommt, ich drehe ja vor, ist die Anleitung noch nicht veröffentlicht. Doch, also die Anleitung ist definitiv noch nicht veröffentlicht und der Teststrick läuft noch. Das ist der Teststrick der Wickeljacke Wiesenblume von Charon, Kleinigkeitenliebe. Und mein Ziel für die Woche war, dass ich beide Ärmel fertig habe. Ich habe das Ziel mehr als erreicht. Ich habe beide Ärmel fertig und ich bin sogar noch weitergekommen. Tatsächlich. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das euch am besten zeigen kann. Ich tue mal so, als ob es schon fertig wäre und hänge das mit hier dran und hoffe, dass mir keine Masche abhanden kommt. Und dass ihr das auch einigermaßen gut erkennen könnt, was ich euch zeige. Also ihr seht, Ärmel sind dran. Hier beide gestrickt, lang gestrickt und sind dran. Und ich habe die Ärmel auch schon an den Körper rangebracht und stricke jetzt die Raglan-Linie hoch. Hier habe ich die Bändel. Das sind so diese Dinge, die man um sich wickelt und dann ja, bindet. ja, ich stricke das Ganze aus der Simila Melange BC-Garn. Ich tauche mal noch kurz runter schnell. Hier habe ich den Strang. Und ich wickel das Ganze einmal in die Cakes. Und das ist die Farbe 15.
hundertprozentig organic Wool. Und wir haben hier auf 50 Gramm 175 Meter. Empfohlene Nadelstärke 3,5 bis 4 mm. Ich stricke meine Wickeljacke mit 3,75 Nadelstärke, weil ich auf diese Nadelstärke auch auf die Maschenprobe gekommen bin. Wichtig ist bei dieser Wickeljacke, auch für diejenigen, die später die Anleitung kaufen möchten, ihr müsst in die Maschenprobe passen. Von der Breite, aber auch von der Länge. Das heißt, das, was in der Anleitung vorgegeben ist, das muss bei euch auch so sitzen, wenn ihr die Maschenprobe strickt. Hier sind meine Wiesenblümchen. Ich finde schön, dass die Sonne hier reinkommt. Lasst euch davon bitte nicht stören. Genau, es ist nicht mehr viel. Ob ich heute noch dazu komme, hier irgendwas zu machen, das bezweifle ich. Aber das ist das Projekt, was auch zu Hause bleibt. Weil, obwohl ich jetzt beim sechsten Knäuel bin, sind es ja keine 300 Gramm. Weil wir haben ja hier 50 Gramm pro Knäuel. Es sind noch keine 300 Gramm. Trotzdem ist dieses Projekt etwas sperrig, würde ich jetzt so behaupten. Ob das das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist jetzt nicht so zart wie zum Beispiel dieses Jäckchen. Es wiegt nicht viel an sich, aber trotzdem bleibt es zu Hause, weil ich das nicht mitnehmen möchte. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass ich denn im Urlaub viel dazu kommen werde, dieses Projekt weiter zu stricken, weil es ja Schurwolle ist und das wird sehr warm sein. Und ich möchte nicht, dass ich was mitnehme und vielleicht ein paar Maschen davon stricke und dann bleibt das liegen. Dann kann ich lieber was anderes mitnehmen, beziehungsweise mir vor Ort Wolle kaufen und was mit nach Hause bringen eventuell. Ich habe schon gegoogelt, wo sie Wollgeschäfte haben in der Stadt, wo wir untergebracht sind. Genau. Ich liebe dieses Jäckchen. Ich liebe das Design. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ob auf Instagram oder auch hier. Ich mag dieses Design immer noch. Das strickt sich total super. Auch die Wolle, überraschenderweise komme ich sehr gut damit zurecht, obwohl es Schurwolle ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Ganze sich nach der Wäsche verhält, wie ich das tragen kann, wie ich mit den Ärmeln zurechtkomme, weil die schon für mich, für meine Verhältnisse schon lang sind. Aber okay. Das ist ein Teststrick und ich muss das machen, wie das in der Anleitung vorgeschrieben wird. Ansonsten brauche ich keinen Teststrick zu starten, beziehungsweise mich dafür anzumelden, wenn ich vorhabe, eine Anleitung zu ändern. Das ist auch nicht mein Anspruch. Ich könnte mir aber auch vorstellen, beziehungsweise ich weiß jetzt schon, dass ich noch eine Version davon stricken werde. Zwar auch jetzt nicht sofort und wahrscheinlich auch nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr. Und zwar in der Testgruppe. Die Mädels, die sind da schon viel weiter. Einige haben schon ein paar Wickeljacken fertig gestrickt und eine Strickerin, die hat schon sogar die zweite angefangen. Ich stricke Größe M. Bei XS ist das vielleicht anders, dass man da schneller fertig ist. Ist ja auch in Ordnung. Ich mache mich da aber auch nicht verrückt, dass ich dann langsamer bin oder schneller bin als jemand anderes, der gerade erst angefangen hat. Der Teststrick läuft noch und wenn ich nach dem Urlaub wieder da bin, läuft er weiter noch, so dass ich trotzdem genug Zeit habe, um die Wickeljacke abzuschließen. Und was ich sagen wollte, einige Strickerinnen, die haben jetzt nicht diese Miller genommen, sondern ein anderes Garn. Und das hat mir so gut gefallen. Also die Fotos, die die Mädels da reingestellt haben in die Testgruppe, das ist echt ein Traum, ein Wolkentraum. Weil
Das habe ich auch bei Sharon schon gesehen. Sie strickt jetzt die zweite, ist bestimmt auch schon mittlerweile fertig mit der zweiten Jacke. Das könnt ihr bei ihr auf ihrem YouTube sehen. In einem der letzten Podcasts hat sie das gezeigt. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, woraus das gestrickt worden war, bei Sharon und bei den anderen Mädels, ob das Ito war oder etwas anderes. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber es sieht so zart aus. Es sieht nicht so schwer aus wie dieses hier, ne? Weil 175 Meter auf 50 Gramm, das hat schon so eine Dicke. Ne? Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ja, möchte ich auch mal haben, so eine leichte Variante, vielleicht dann auch später für den Sommer, dass man das auch wieder auf ein Kleidchen rüber schmeißt, immer wickelt und dann ist man quasi angezogen, wenn es kühl werden sollte. Ja, das ist das Projekt, deswegen habe ich das die letzten Tage auch vorangetrieben, um so viel wie möglich zu schaffen, damit ich, wenn ich nach dem Urlaub wieder zu Hause bin, auch nicht mehr so viel machen muss. Also bleibt es schön zu Hause, dieses kuschelige Projekt. Aber es nützt nichts, ne? Irgendjemand muss ja zu Hause bleiben und hier aufpassen, dass alles gut läuft, dass der Schrank hinter mir noch denn auch bleibt, nichts wegläuft. Genau, das ist das Projekt, das haben wir besprochen. Dann kommen wir zu einem Projekt, was auch laufend ist, mein Fail. Und zwar habe ich euch im letzten Strickpodcast mein U-Boot, Shirt, Bluse, wie auch immer man das benennen kann, gezeigt, was ich aus der Lamana Verona stricke. Ich kann euch hier ein ganzes Knäuel zeigen. Das ist die Lamana Verona, bestehend aus 50% Wolle, 30% Seide und 20% Kaschmir. Das ist die Farbe 47, die Farbe heißt Muskat. Und wir haben hier auf 25 Gramm 180 Meter. Empfohlene Nadelstärke 2,75 bis 4 mm. Hier ist die Farbe nochmal. Ah, jetzt unpraktisch. So, jetzt. Das ist die richtige Farbe. Also es kommt genauso rüber, wie sie ist. Das ist so ein grau-beiger Ton, eher mehr grau. Na, kommt drauf an, wenn die Sonne drauf scheint, dann ist es eher beige. Wenn die Sonne nicht da drauf scheint, dann kann man das auch als grau beziffern, betiteln. Genau, das Garn habe ich zur Verfügung gestellt von Lamana. Daher werdet ihr auch am Anfang des Videos den Hinweis hier irgendwo sehen, aufploppen, dass das Video bezahlte Artikel oder bezahlte Werbung enthält, weil ich das Garn komplett zur Verfügung gestellt habe. Und ich habe euch im letzten Video ja gezeigt, wie weit ich schon war. Und zwar war ich drei Runden vor Nackendifferenz. Das heißt, die Raglan-Linien waren fast komplett fertig und ich müsste nur die Nackendifferenz stricken und das Ganze dann zur Runde schließen, um weiter runter stricken zu können. Und als ich letztes Mal im Strickpodcast das Ganze auf einen Kleiderbügel gezogen habe, habe ich schon gemerkt, dass hier am Ausschnitt, Halsausschnitt, das nicht so sitzt, wie ich es gerne hätte. Dann habe ich das, nachdem das Video fertig war, habe ich das anprobiert und das war wirklich so, also es saß nicht nur am Kleiderbügel so komisch, sondern es war auch an mir so komisch, dass dieser Halsausschnitt sich eingedreht hat, nach außen eingedreht hat und das ist nicht der Sinn der Sache. Deswegen ist das mein Fail und ich musste es ribbeln. Ich musste es komplett ribbeln, damit ich das hübsch bekomme. Das könnt ihr ja hier vielleicht auch noch mal erkennen. Das ist mein Kleiderbügel, mein Retter. Seht ihr das hier? Also hier oben, das unten ja nicht, weil
hat vielleicht auch was, aber es sieht nicht gut aus, wenn das hier am Hals ist. Das sieht wirklich nicht gut aus und das hat mich total gestört. Deswegen habe ich das komplett geribbelt und ich habe neu angefangen zu stricken. Deswegen konnte ich bei diesem Projekt auf jeden Fall mein Ziel nicht erreichen, weil ich es komplett neu anfangen musste. Und ich habe... ich will nicht sagen, ich bin fast fertig mit den Raglan-Linien. Mir fehlen noch 30 Runden, meine ich. Und dann kann ich die Nackendifferenz stricken und zur Runde schließen. Ich habe jetzt die Nadelstärke gewechselt, eine kleinere genommen, als ich die ursprünglich hatte, damit das Ganze dann auch gut sitzt. Und ich habe das auch schon anprobiert. Fotos blende ich hier irgendwo mit ein, dass ihr dann auch den Eindruck bekommt, wie das Ganze hier sitzt. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Ihr könnt hier nicht viel erkennen. Soweit bin ich schon. Und das ist auch das, was auf jeden Fall mit in den Urlaub fliegt. Es darf einen Ausflug genießen. Das kommt mit in den Koffer rein und dann werde ich dann vor Ort, wenn wir mal am Strand sind, ich kann da eh nicht so viel. Ich bin nicht der Typ dafür, mich einfach so hinzulegen am Strand. Das konnte ich früher mal sehr gut, als ich einige Jahre jünger war. Da konnte ich mich hinlegen, sogar schon einschlafen am Strand und einer musste mich nur wenden, dass ich von der einen Seite nicht verbrenne und von der anderen Seite blass bleibe. Das konnte ich damals sehr gut. Mittlerweile kann ich das gar nicht gut haben und mittlerweile kann ich das auch nicht haben, dass die Sonne komplett auf mich drauf knallt. Ich muss einen Schatten haben. Es erdrückt mich vom Kopf und ich kriege Kreislaufprobleme. Und deswegen nehme ich das mit. Entweder werde ich lesen oder ich werde stricken. Das ist das, was ich immer am Strand mache, wenn ich mal am Strand bin. Und das strickt sich ja auch sehr leicht. Wie gesagt, obwohl wir hier 50% Wolle haben, merkt man das nicht, weil das Garn so fein ist. 180 Meter auf 25 Gramm, also das ist schon sehr fein. Ob das so sinnvoll war, dass ich hier sitze. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen. Ich stricke mit der Nadelstärke 3,5. Wie gesagt, empfohlen wird ja 2,75 bis 4 mm. Mir ist letztens bei Videobearbeitung aufgefallen, dass ich sehr oft sage, wie gesagt, das ist mein Füllwort, was ich nicht so gerne habe. Ich weiß aber nicht, wie die Alternative ist, weil wie gesagt, deswegen verzeiht mir das bitte, falls es euch auch zu oft vorkommt wie mir. Ich arbeite daran, dass ich das ändere. Aber was wollte ich denn sagen? Genau, feines Garn, 3,5 mm Nadelstärke, womit ich stricke und ich denke, dass ich mit einem fertigen Projekt aus dem Urlaub zurückkomme. Es ist nicht das Einzige, was ich mitnehme, weil das landet im Koffer und wird dann, wenn ich den Koffer auspacke, wird das auch mit ausgepackt und darf dann erstmal die Sonne genießen. Genau. Also Ziel nicht erreicht. Was aber auch nicht schlimm ist, denn wenn ich nicht geribbelt hätte, wäre ich mit dem Körper eventuell schon fertig. Wer weiß. Genau, jetzt muss ich nur noch den Rest hier aufribbeln, damit das auch mitkommt. Achso, und zum Ribbeln. Es lässt sich sehr schön ribbeln. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dann immer so solche Knoll, als ich geribbelt habe, habe ich solche Knoll gewickelt, ein paar Tage liegen gelassen und dann habe ich diese Knoll wieder hier verwendet. Und das könnt ihr auch hier sehen, dass selbst nach dem Ribbeln kann man das Garn sehr schön verwenden. Das ist echt toll. Wie gesagt, schon wieder. Ein, zwei Tage habe ich es nur liegen lassen. Ne? Und ich habe das auch nicht zu stramm gewickelt, ganz normal, weil ich wollte nicht, dass die Wolle sich zieht. Genau, das einmal hierzu.
Und weg damit. Du darfst auch mitkommen. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Wolle davon mitnehme. Ich muss mal gucken, wie viel ich mit einpacke. Wir sind 2 Wochen weg. Mal gucken, wie weit ich dann komme. Und dann kommen wir zum neuen Projekt und dann zeige ich euch auch gleichzeitig das, was ich neu gekauft habe. Ich habe euch schon vor einiger Zeit gefragt wegen Holznadelspiel, was man mit in den Flug mitnehmen kann, ohne dass es einem weggenommen wird. Und da habt ihr mir auch viele Tipps gegeben. Dankeschön nochmal dafür. Und dann war ich bei uns im Geschäft in Itzehoe, im Wollladen. Ich gucke mir gerade die Quittung davon an, deswegen schaue ich kurz weg. Habe mich da aber auch beraten lassen und habe dann auch erzählt, wie so meine Strickeigenschaften sind, ob ich fest stricke oder eher locker, weil es gibt ja so einige Anbieter von Holzstricknadeln. Und dann wurden mir Stricknadeln aus Bambus empfohlen, weil die, also die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, werde ich dann wahrscheinlich noch, weil die nachgiebiger sind. Dass wenn man, wartet mal, das ist so eine Stricknadel, sieht aus wie so ein Spieß. Aber wenn man etwas fester drauf drückt, dann brechen sie nicht sofort, sondern die haben die Eigenschaft, etwas mit nachzugeben. Was mir auch sehr wichtig ist, weil erstens sind sie auch sehr kurz, also sind 15 cm. Und es könnte unter Umständen sein, dass ich hier, wenn ich an einer Socke stricke, dass ich hier ein bisschen zu fest drauf drücke. Und das wollte ich nicht riskieren, dass sie mir nach einer halben Stunde kaputt geht und ich dann die nächsten 3,5 Stunden im Flug nichts mehr zu tun habe. Das wäre echt ärgerlich. Vielleicht hätte ich noch ein zweites Set kaufen müssen. Mal gucken. Vor Ort dann. Ich habe mich für die Prim entschieden, nach der guten Beratung. Und zwar sind das 2,5 Millimeter, 15 cm lang, habe ich euch eben gezeigt. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Wie gesagt, aus Bambus sind sie, werden sogar in Deutschland hergestellt. Sehr wunderschön. Und ich habe gestern schon eine Socke angeschlagen, weil das habe ich euch auch schon erzählt, dass ich ein Problem habe jetzt mit Adi Crazy Trio. Habe ich auf jeden Fall ein Projekt und das konnte ich mir auch bei einem Nadelspiel auch vorstellen, dass ich dieses Problem haben werde am Anfang. Wenn man anfängt, die Socke zu stricken, das sind ja sehr wenige Runden erstmal, beziehungsweise auch schon beim Anschlagen, hätte ich Probleme, überhaupt die Socke anzuschlagen. Die Erfahrung habe ich bei Adi Crazy Trio gemacht, deswegen mache ich das meistens so, dass ich eine Rundstricknadel nehme mit einem langen Seil und per Magic Loop die Socke, Anfang der Socke stricke. Und das habe ich gestern auch gemacht. Ich habe gestern eine Socke angeschlagen mit diesen Nadeln hier erstmal und dann habe ich die Socke, die ich bis dahin dann hatte, auf mein Nadelspiel rübergebracht, damit ich das dann auch in mein Handgepäck mit reinpacken kann und packe das im Flugzeug aus und stricke dann weiter. Ich zeige euch, was ich bis jetzt habe. Das ist diese Socke. Ich habe hier beim Bündchen, das ist ein Bündchen, 2 linke Maschen und also 2 rechte Maschen, die überkreuzt werden mit so einem kleinen Zöpfchen. Das ist das, was bis jetzt fertig ist. Und die Wolle, ich habe hier 2 Knäuel, die waren auch in 2 Strängen. Das ist eine handgefärbte Wolle. Von Xenia habe ich die damals gekauft, Remade. Letztes Jahr habe ich sie schon gekauft. Das ist die Fine Cotton. Besteht aus 50% neuseeländischer
Schurwolle, 25% Baumwolle und 25% Polyamid, also das ist ein Sockengarn, in zwei kleinen Strängen a 35 Gramm, perfekt für mich, für meine kleinen Füßchen. Ich hoffe, dass da keine Reste übrig bleiben. Und wenn ja, dass es nicht so viel ist, dass ich dann im Anschluss nicht weiß, was ich damit anstellen kann. Es werden normale Socken sein, was ich hier anders machen werde. Also normal meine ich mit der Länge, wobei ich bei dem Schaft 10 Runden weniger stricken werde, weil ich die Ferse, das wird nicht die normale Ferse sein, sondern eine Zunahmeferse sein. Und ich weiß nicht, das wird mein erstes Mal mit der Zunahmeferse sein. Ich weiß nicht, wie da der Verbrauch des Garnes ist. Daher werde ich am Schaft 10 Runden weniger stricken, um sicher zu sein, dass ich für die Zunahmeferse auch genug Garn habe, dass es mir nachher auch für die ganze Socke reicht. Das landet im Handgepäck. Das wird am Flughafen weiter gestrickt. Weil wir werden, denke ich mal, auch genug Zeit haben am Flughafen, bevor wir in den Flieger einsteigen. Die Färbung ist schön. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich finde die Farben schön. Also hier haben wir Weiß, etwas Grünes, Dunkelgrünes, etwas fast mit ins Schwarze mit rein. Also es ist echt schön, alle Farben vorhanden. Und eine tolle Sommersocke mit 25% Baumwolle, wobei auch für Herbst ist das optimal. Das kommt mit. Und was ich auch noch überlege, ich habe ja letztes Jahr bei Xenia etwas mehr gekauft. In diesem Paket hatte ich auch noch ein 100 Gramm Strang mit dabei. Von der gleichen Qualität, aber eine andere Färbung. Also fein Cotton. Und hier haben wir einmal Gelb mit bei. Dieses Delfingrau, also so hat Xenia das damals gezeigt. Instagram von Xenia verlinke ich euch auch in der Infobox. Und diesen Strang werde ich heute noch wickeln, damit das auch mit in den Koffer kann und ich dann vor Ort was stricken kann. Ein paar Socken. Mal gucken, ob ich dazu komme. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber ich habe dann schon mal was da, nicht, dass ich dann auf dem Trockenen sitze. Genau, das kommt mit. Wie gesagt, die gleiche Qualität, 50% Schurwolle, 25% Baumwolle und 25% Polyamid. Und ja, fertig. Ich habe euch alles gezeigt. Heute ist das eine kurze Folge geworden, aber es ist quasi der Stand der Dinge. Ich wollte nicht viel Neues anfangen, wobei mir im Kopf ja schon wieder sehr viele Ideen rumschwirren. Die Socke habe ich jetzt neu angefangen, damit ich überhaupt was für den Flieger habe. Das ist ja nicht viel, einmal das Bündchen und 10 Runden habe ich gestrickt, damit ich dann besser mit dem Nadelspiel zurechtkomme. Ah, da bin ich aber auch gespannt, da werde ich aber auch noch berichten, wie ich damit zurechtgekommen bin. Ich zweifle nicht daran, dass ich zurechtkomme, aber es ist halt die Sache, wie es ein... ich kenne das nicht mit Nadelspiel und ich bin ja eher so ein Magic-Loop-Freund. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, ihr seid mit eurem Projekt in der letzten halben Stunde etwas weitergekommen. Ich werde mich jetzt hier an dieser Stelle von euch verabschieden für heute. Wir sehen uns aber auch im nächsten Video. Und nächstes Video wird ein Knit and Chat Video sein. Da beantworte ich eure Fragen, die ihr mir hier auf YouTube oder auch auf Instagram gestellt habt. Darum habe ich euch gebeten und da freue ich mich auch schon drauf. Daher wünsche ich euch eine sehr schöne Strickzeit, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke euch. Bis dann. Ciao, ciao.